Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die positiven Sachen, was ich an meiner Trigger mag. Da kommt wahrscheinlich noch ein anderes Video, was ich an meiner Trigger nicht mag. Aber erstmal kommen die positiven Sachen. Denn es gibt viele positive Sachen bei dem Ding. Negative fallen mir kaum auf. Jedenfalls momentan noch. Vielleicht kommt es ja noch. Auf jeden Fall positiv an dem Trigger gefällt mir auf jeden Fall die Optik. Die Optik ist echt, ich finde von allen 50er Supermodos sieht die am besten aus. Hat die brachiale Optik, ist ziemlich groß. Ich mag ziemlich große Supermodos, die macht was her. Also von vorne sieht die auf jeden Fall aus wie eine große Maschine. Man wird ja auch überall auf der Straße gegrüßt, das ist kein Problem. Die denken alle, das wäre ein riesengroßes Ding. Ist halt nur ein 50er. Aber ich bin sehr zufrieden, die Optik ist echt ansprechend, also Design finde ich jedenfalls, sieht die am besten aus von allen. Vor allem die Lackierung schwarz ist auf jeden Fall mein Ding. Und hier an Felgen, die roten Dinger da, die auch, macht auch was her. Zum Gesamteindruck passt es, die Lackierung finde ich top. Ja, und geil ist er noch, an der Trigger ist noch, dass halt der Auspuff hier in der Mitte ist. Ja, finde ich, sieht am besten aus beim Motorrad, egal bei welchem Ding. Ja, dann, dass man halt schalten kann. Ich habe zwar einen Runner, der gefällt mir auch. Also es gibt keinen Favoriten so, was ich da besser finde, aber jedenfalls schalten mag ich auf jeden Fall auch. Macht sehr viel Spaß. Jo, was kann man noch sagen zu dem Ding? Man hockt sehr bequem oben drauf, der Sitz ist bequem. Der Arsch tut dir auf jeden Fall nicht weh, außer man fährt halt paar hundert Kilometer am Stück mit 50er, dann tut dir der Arsch schon weh, aber man hockt ziemlich oben drauf, gemütlich. Tacho ist übersichtlich. Und jo. Auf jeden Fall, der nächste Punkt ist halt, dass das Tankvolumen, bei dem Ding passt sehr viel rein. Wir haben hier 10 Liter Tank, da paar noch 2 Liter Reserve. Auf jeden Fall ein sehr großer Tank. Und bei mir jedenfalls ist der Spritverbrauch nicht so groß. Ich habe es noch nicht gemessen, aber auf jeden Fall komme ich gar nicht mal so. Ich komme schon weit, aber jetzt nicht zu weit. Aber wie gesagt, ist der Verbrauch in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, was sie verbraucht, aber der Verbrauch hält sich so in Grenzen. Ich würde sagen, jetzt habe ich es. Ich bin jetzt gerade erst 200 Kilometer herumgefahren. Boah, was kann ich sagen? Was der Verbrauch ist. Auf 100 Kilometer vielleicht braucht sie so. Ja, 4, 4,5, ich sag mal 4 Liter herum. Und das ist in Ordnung für den 50er. Ich kann da nicht meckern. Aber den Verbrauch muss ich erstmal noch gescheit messen. Ich weiß nicht, so 4, 4,5 Liter, ich weiß es noch nicht. Also um den Dreh, also ob das 4 sind oder 4,5 ist mir eigentlich im Prinzip egal. Jedenfalls passt da sehr viel rein. Tankvolumen riesengroß. Und ja, Optik, wie gesagt, hammermäßig. Macht sehr viel Spaß zu fahren. Ja, wir haben auch ein sehr gutes Licht vorne. Also das Licht ist echt in Ordnung. Der Trigger. Motor zieht auch gut. Natürlich, wenn man was macht, dann sind die noch besser. Original oder so, sind die eh so nur so lalala. Aber wir haben hier einen Nachbau vom Nachbau Minarelli Motor. Ja, das war's zur Trigger. Das sind die Sachen, was mir gefallen. Könnt ihr gerne Daumen hoch geben, abonnieren, wenn nicht schlecht. Könnt ihr Fragen stellen. Und ja, bald kommt auch ein Video, was ich dann nicht mag an meinen Trigger. Momentan gibt es nur Sachen, die ich mag. Es gibt nur Kleinigkeiten, aber so. Vielleicht kommt in der nächsten Zeit dann. Fallen mir mehr Sachen auf, dann kommt ein extra Video von mir. Hammer Wetter heute. Ja, das war's zum Video. Macht's gut, bis dann.